Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Mein Gott, es ist lange her, dass wir nicht zusammen hier gespielt haben. Und ich kann jetzt schon nicht reden, während ich anfange, überhaupt mal wieder reinzukommen. Ich habe echt eine ganze Weile nicht gespielt. Bestimmt eine Woche nicht. Und das liegt natürlich daran, das haben einige von euch vielleicht mitbekommen, dass ich technische Probleme hatte. Unter anderem versuche ich im Moment, mir eine neue Grafikkarte einzubauen. Und das hat andere Probleme aufgeworfen und ich musste überhaupt erstmal überlegen, was kaufe ich mir, was kann mein PC, was hat mein PC, wie viel Wattzahl hat mein Netzteil und Co. Und 10.000 Dinge, mit denen ich mich vorher noch nie konfrontiert habe in meinem Leben. Und das ist ja immer so. Seit ich Let's Plays mache, habe ich zig technische Probleme, mit denen ich mich neu konfrontieren darf und bekomme von allen Ecken Fragen und aber auch ganz viel nette Hilfe. Und bin auch sehr dankbar und froh darüber, denn ich hoffe ja immer, den Qualitätsstandard meiner Let's Plays erhöhen zu können. Und deswegen tut es mir leid, dass in der Zeit jetzt gerade mal keine Aufnahmen kamen. Das ist aber auch, wie gesagt, alles mit auch für euch, um euch weiter am Ball zu behalten, um euch weiter begeistern zu können, um auch für mich sagen zu können, wie kann ich mich verbessern, was kann ich besser machen und ruckelfreie, schöne Spiele aufnehmen. So. Jetzt aber wieder zum Story-Kram hier. Wir sind jetzt hier, ja, wo sind wir überhaupt? Wir sind in Galette, genau, hier wollte ich mal hin und nehme jetzt hier einfach mal fröhlich irgendwelche neuen Quests auf. Hier gehen wir mal zu dem Typen und reden mit Kolm Alba. Kolm, sag mal was. Ihr habt es also in unser Lager geschafft. So wie ihr euch gegen das Testament gehalten habt, hatte ich darauf gehofft. Wir hier im Lager vertrauen einander. Aber Hilfe gewährt man nicht so freigebig. Ich will offen sein. Das Testament hat mir etwas genommen und ich möchte es zurück. Unversehrt. Aber alleine kann ich das nicht. Was haben Sie euch genommen? Meinen Bruder Giran. Aber Sie haben ihn nicht eigentlich genommen, sondern eher verführt. Er war ein vielversprechender Adept der Scholia Arcana und dann ist er eines Tages verschwunden. Als ich hörte, dass das Testament etwas damit zu tun hatte, befürchtete ich das Schlimmste. Es gelang mir, seiner Spur bis hierher nach Galette zu folgen. Dann wurde mir klar, wie stark die Macht des Testaments in diesen Marschen wirklich ist. Was sollte er beim Testament wollen? Ich helfe euch, Giran. Und ich muss mal eben kurz einmal einen Cut machen. Ich habe nämlich nebenbei Teamspeak an und ich muss da mal eben gucken, dass ich da nicht die Sounds reinkriege. Habe ich gerade gemerkt, da ist irgendwas im Hintergrund gelaufen. Ich bin sofort wieder da. Mein Gott, ist es kompliziert hier mit Teamspeak im Hintergrund. So, es gelang mir, seiner Spur bis hierhin nach Galette zu folgen. Wie stark die macht es? Okay. Was sollte er beim Testament wollen? Das würde er nicht. Giran, er war immer allein in seine Studien vertieft. Er war weise, sehr weise. Er kann sich dem Kult nicht freiwillig angeschlossen haben. Es muss unter Zwang geschehen sein. Andererseits, seine letzten Briefe an mich waren... Nein, es ist nichts. Schon gut. Ich helfe euch, Giran zu finden. Ja, klar. Ausgezeichnet. Mir stehen gewisse Mittel als Belohnung zur Verfügung, falls wir erfolgreich sind. Ich habe Grund zu der Annahme, dass er sich in der Ruine unter den Marschen versteckt, in dieser Gruft des Phyragnos. Wir treffen uns dort. Hoffentlich hat dieser Kult seine Klauen noch nicht so tief in Girans Geist gegraben. Wo finden wir Giran? Die Gruft des Phyragnos ist eine unterirdische Ruine unter der Schlucht. Sie könnte uns zu ihm führen. Ich fürchte, die Präsenz des Testaments wird dort stark sein. Es sieht so aus, als zöge es sie zu der Gruft. Kolm Alba, wer bist du eigentlich? Ich wurde in Rathir geboren und schon als Kind in der Kunst der Magie ausgebildet. Als jedoch mein Bruder Giran eine noch größere Begabung zeigte, richtete sich das Augenmerk meiner Eltern auf ihn. Also musste ich mir alles selbst beibringen. Die Marschen sind einer der Hauptzugänge von Eratel nach Detyre. Allerdings entscheiden sich in diesen dunklen Zeiten nur wenige für diesen Weg. Okay, wollen wir mal nicht zu lange jetzt quatschen. Wir machen der Hüter seines Bruders. Und dafür muss ich von hier oben schon Gegner erledigen oder noch nicht? Nö, anscheinend nicht. Dann laufen wir da mal hin, obwohl... Obwohl, pass mal auf, ich nehme mal den anderen Quest da hinten auch schon gleich an, weil, gut, und auf der anderen Seite muss ich eh wieder zurücklaufen, weil ich ja dann am Ende wieder zu ihm zurück muss. Dann ist auch egal. Dann können wir natürlich auch eins nach dem anderen machen. Aber hätte ja auch sein können, wenn ich den anderen Quest annehme, dass hier in der Nähe gleich das andere auch zu erledigen ist. Dann brauche ich nicht zweimal hin und her laufen, aber ist jetzt zu spät, ist egal. Nimm mal hier den Schrein mit, Berührung des Todes, und dann laufen wir mal hier den Hang hoch. Und, ja, ich weiß gar nicht, wo müssen wir jetzt rein?
schon wieder nicht zugehört. Ach so, ich soll wieder zurück in die Irasel-Ebenen? Ja gut, stimmt. Ach ja, die Irasel-Ebenen. Da kommen wir auch nie weg, ne? Eigentlich wollte ich ja woanders mal schauen, was hier so in Amalur los ist. Aber irgendwie müssen wir doch immer wieder hier hin. Wobei ich sagen muss, dass wir gerade bei dieser Burg hier jetzt auch nicht so oft waren. Ist das so weit weg? Kann ich da nicht mit Schnellreise hin? Wo soll ich denn hin? Ist der nicht ausgewählt, der Quest? Ach, ich folge wahrscheinlich gerade dem Hauptquest wieder, ne? Ah, ich sollte mal echt darauf achten. So, und zack, kann ich nämlich auch wieder... Ich habe mich schon gewundert, warum ich in die Irasel-Ebenen muss. So, dann gehen wir zurück nach Galet. Nämlich meistens sind die Quests da, wo sie herkommen, ja auch zu lösen in der Nähe. Merkwürdig. Und ja, ich habe den nicht ausgewählt gehabt, ne? Ja, das muss ich mir mal angewöhnen, dass ich die Quests direkt auch dann auswähle, wenn sie mir gegeben wurden. Wo muss ich jetzt dafür lang? Ich laufe hier irgendwie so die andere Straße gerade lang. Wie komme ich denn da hin? Komme ich hier rüber? Ist es hier? Nee, ich muss doch hier. Ich muss hier irgendwie runterkommen, glaube ich. Ne? Hinter uns ist noch jemand, der Hilfe braucht, aber den ignoriere ich jetzt mal schön. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Kann ich hier nicht wieder springen? Guck mal, hier kann man springen. Wir springen mal. Zack. Hui. Das geht immer so. Boom. Genick gebrochen. So. Genau, jetzt bin ich nämlich auf diesem Haupt... Bin ich immer noch nicht? Jetzt bin ich gesprungen voll umsonst, oder was? Ich muss hier irgendwie hoch und... Ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd. Ist das jetzt oben oder ist das jetzt unten? Zurück nach Galet zum 100.000. Mal. Wie komme ich denn da hin? Ich muss auf diese Straße. Guck mal, wenn ich hier wo er langläuft, ne? Ja, nee. Hier war ich doch gerade... Hä? Das muss irgendwie unter mir sein. Oder nicht? Guck mal, da unten muss ich bestimmt hin. Es ist voll kompliziert hier mit der Karte gerade. Voll die scheiß Probleme. Ja. Es ist mal wieder zu schwierig für mich. Ich merke das schon. Och nö, komm. Jetzt, ich muss den Weg finden. Blödernes Karo. Komm, lass gut sein. Das wird doch nichts mit dir hier und mir. Du und ich, wir passen einfach nicht zusammen. So. Ich lauf doch wieder falsch. Ich lauf doch wieder den Hang jetzt. Ich sollte vielleicht einen Cutman den Weg suchen. Guck mal, hier wollte ich hin. Bin ich hier richtig? Guck mal, das sieht da... Ah, Gruft ist da. Guck mal, hier ist die Gruft. Mein Gott, hat das jetzt lange gedauert. Entschuldigung. Ach, ist alles nicht so einfach. Der Hüter seines Bruders. Da ist er ja schon. Er läuft voraus. Wir laufen hinterher. Tja-pudam. Ein riesen Rattöder. Volle Power. So, das haben wir gut zusammen gemeistert. So, was hat die... Nein, das wollen wir nicht mitnehmen. Und wir wollen ihn auch nicht angreifen. Er ist ja unser Freund. Nein! Oh, ich bin in die Falle gelaufen. Ich bin so... Ich muss mehr aufpassen hier jetzt. Ich spiele noch so ein bisschen schusselig. Kommen da die Nächsten, die Nächsten. Jawohl. Alle erledigt. Was haben wir hier? Achso, er kann hier so mit seiner Special Magic Power lila Nebelwände erschaffen. Wo führst du uns hin? So, liebe Leute, so, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Skelett, der hat einen Eichenstab, den wollen wir aber nicht. Und dann haben wir... was habe ich denn jetzt hier gerade gemacht? Eine Bombe explodieren lassen oder was? Wow!
Wow, okay. Ich sollte hier irgendwie lieber nichts anfassen, mitnehmen und überhaupt. Ich merke schon. Und der hat ein Großschwert, das brauchen wir auch nicht. Und wo bist du? Hier bist du. Wo willst du denn hin? Geh mal, lauf mal vor jetzt hier. Es muss ein bisschen schneller hier jetzt gehen. Ich habe lange nicht aufgenommen. Zack, zack, zack. Hier, ein Nebenquest nach dem anderen, komm. Sag gerade ich, ne? Jetzt hier überall gegenläuft, den Weg nicht findet. ja. So, da kommen die nächsten. Ja. Was benötigt ihr? Habt ihr Giran? Nee, hab ich nicht gefunden. Komm, laufen wir weiter jetzt. Es geht manchmal so. Oh, ich bin schon wieder fast in die Falle gelaufen. Hier müssen wir durch in die roten Marschen. Wieso laufen wir jetzt hier wieder raus? Hä? Was, oh, was ist denn hier los? Ich sollte mal gucken, was diese. Ah nein, das sind Zombies bestimmt, die gleich wieder aufstehen hier. Ihr seid also diejenige, die mein Bruder hierher gezerrt hat. Warum? Sollt ihr mich vom Einfluss des Testaments befreien? Ihr seid beide Narren. Ich habe mich freiwillig angeschlossen. Braucht ihr dafür Beweise? Dann seht die Leichen zu euren Füßen an. Sie sind mein Werk. Okay, wir können ihn versuchen zu überzeugen. Wir können ihn aber auch erstmal vielleicht fragen. Wieso seid ihr beim Testament? Weil sie mir anboten, wozu alle anderen nicht in der Lage waren. Eine Möglichkeit zu wachsen und etwas zu tun, was noch nie vollbracht wurde. Ich wollte schon immer Kontrolle. Und das Testament gewährt mir so viele Untertanen, wie ich verlange. Ja, du wolltest schon immer Kontrolle. Wir wollen euch nur helfen, Giran. Ihr seid besser als das. Dafür werdet ihr zahlen. Ja, wir versuchen ihn natürlich zu überzeugen. Ihr seid besser als das. Niemand ist besser als das Testament. Überzeugen gescheitert. Ein Diener von Belen zu sein, hat mich mächtiger denn je gemacht. Ja, komm. Nein, du sollst doch nicht die Diener greifen. Oder doch? Komm schon. So, alle weg. La. Ich hatte nicht erwartet, dass Girans Entschlossenheit so rasch schwinden würde. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Für Ragnos erwacht. Hinter der Präsenz des Testaments hier steckt mehr. In Girans Namen. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Gruft des Phyragnos. Sie ist eine riesige alte Erati-Ruine, die irgendwie mit dem Komplex am Ende der Schlucht verbunden ist. Der Legende nach erstreckt sie sich wie ein Labyrinth unter den Marschen. Viele, die sie betreten haben, sind nie wieder zurückgekehrt. Ja, schaurige Geschichten. Aber wir müssen weiter so, der da noch Gold und so mit Kolm sprechen. Okay, haben wir dann hier alles Tolle mitgenommen oder ist hier noch was? Ja, ich habe keinen aktiven Quest ausgewählt, mache ich sofort. Wenn ich hier, der hier noch, rüttelnde Dolche, was auch immer das sind, muss ich mir nochmal angucken. Aber nicht jetzt, jetzt will ich weiter. Hier ist doch irgendwo noch ein Versteck. Da, Felshaufen. Guck mal hier. Och nö, geht das schon wieder hier los mit dem Inventar, dass es voll ist. Es ist ja immer dasselbe. Aber ich könnte ja mal einen Trunk nehmen, dann können wir das vielleicht nehmen. Nein, wir können es trotzdem nicht nehmen. Warum denn nicht? Ich habe da jetzt einen Trank genommen. Menno. Oh, Menno. Oh ja, dann nicht. Dann behaltet doch eure Tränke für euch. Ich brauch die gar nicht. Das ist überhaupt nicht wichtig. Sich zu heilen und so. Nö, ist völlig überbewertet. Was mit dir, Kolm? Jetzt bin ich weggegangen. Ich dachte, ich sollte mit ihm reden. Wo soll ich denn jetzt hin? Diddlin. Das ist jetzt durch, ne? Aber er stand da immer noch. Mit ihm gab es jetzt nichts mehr zu schnacken. Ich gehe nochmal zurück. Steht er da jetzt noch? Oder sind wir durch? Ich glaube, wir sind durch mit ihm. Kolm? Bist du hier? Nein. Ist schon gegangen. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück nach Gellet. Da wollen wir hin. Und da sind ja noch mehr Leute, die was wollen. Er hier zum Beispiel. Hier, Herreit Ameltoe. Seid ihr diejenige, die für Kolm das Testament dezimiert hat?
Ich bin beeindruckt. Nun, ich bin nicht wegen des Testaments hier, sondern wegen Gold. Und ich habe genug Arbeit für zwei. Wie wär's mit ein wenig Wohlstand? Na, Wohlstand ist immer total gut. Was ist mit euch passiert? Ich war früher ein Söldling bei den Kriegsgeweihten und wurde bei der Beförderung einmal zu oft übergangen. Bei meinem letzten Auftrag fand ich eine Karte zu einem Schatz unter Galette. Mein Freund Teers und ich sind mit zwei anderen losgezogen, um ihn zu holen. Die Stadt war nur noch eine Ruine, aber das hat uns nicht abgeschreckt. Wir wollten haben, weswegen wir gekommen waren. Dann kippte Teers mir etwas ins Getränk und die Gruppe zog ohne mich los. Jetzt will ich vor ihnen bei dem Schatz sein und könnte dabei eure Unterstützung brauchen. Warum wurdet ihr zurückgelassen? Sie wollten nicht mit mir teilen. Ein anderer Grund fällt mir nicht ein. Aber ich werd's diesen Mistkerlen zeigen. Finden wir den Schatz? Ich will mehr als die Hälfte. Ich bin nicht interessiert. Ja, ich will mehr als die Hälfte. Aber ihr... Na gut, selbst ein Zehntel dieses Schatzes wird uns reich machen. Können wir jetzt gehen? Mal her mit der Kohle. Finden wir den Schatz? Gut, wir haben die Karte unter uns aufgeteilt. Aber ich weiß, dass der Schatz in den Galetthöhlen liegt. Lasst uns gehen. Ja, los geht's. Wo finden wir den Schatz? Er ist in einer Höhle in der Nähe der Ruinen der Stadt. In den Galetttunneln. Wir treffen uns dort. Alles klar. Bis später, Peter. Dann wollen wir mal gucken. Ich will den doch auswählen jetzt. Habe ich ihn jetzt... Ja, ich habe ihn doch jetzt ausgewählt. Der war jetzt nämlich automatisch ausgewählt. Ich lauf wieder falsch irgendwie. Lauf mal hier lang. Und dann nehmen wir das hier auch noch gleich mit. EAT Dunbert. Ihr seid also der Abschaum, der für Kolm das Testament ausgeweidet hat. Schön für ihn. Sieht aus, als könntet ihr beträchtlichen Schaden verursachen. Ich heiße Eate. Manche nennen mich Eate die Schwarze. Wenn ihr nur halb so fähig seid, wie Kolm sagt, würde ich gerne eine Übereinkunft mit euch treffen. Okay, was für eine Abmachung. Das Testament hat die Feinlande heimgesucht wie ein Buschfeuer. Vor einigen Jahren kamen sie auf meinen Hof, machten die Erde unfruchtbar, ließen keinen Stein auf dem anderen und rissen meinen Mann vor meinen Augen in Stücke. Ihr Fehler war, mich am Leben zu lassen. Ich habe die Möglichkeit, sie leiden zu lassen, aber mein Plan funktioniert nur zu zweit. Ja, warum haben sie euch leben lassen? Ich weiß es nicht. Warum geht ihr nicht hin und fragt sie? Tut mir leid. Das Testament. Sie glauben, dass alle im Tod Erlösung finden. Aber obwohl sie meine Familie getötet haben, ließen sie mich am Leben. Die Schweine dachten, ich würde mich ihrem Kult anschließen. Na, das ist schon bitter. Da werde ich ihr auf jeden Fall helfen. Gut. Aber wir werden sie nicht einfach nur zur Strecke bringen. Wir werden einige vergiften und ihre Leichen in den Wasservorrat des Testaments werfen. Wenn diese Mistkerle dann an ihrem eigenen Wasser zugrunde gehen, werden sie bereuen, mich am Leben gelassen zu haben. Oh, okay. Ihr Wasser kommt aus einer Zisterne in der Nähe. Wir müssen durch die Gruft des Phyragnos, um sie zu erreichen. Ich treffe euch in den Ruinen. Okay, ja, dann werden wir mal bei diesem netten Komplott helfen, weil sind ja alle gestorben. Vergiften wir die doch alle mal. Wie geht der Plan weiter? Wir müssen zur Zisterne des Testaments. Das ist ihr einziger Wasservorrat in den Marschen. Sobald wir sie gefunden haben, vergiften wir sie. Das ist schon böse. Aber das soll mit den Leichen ihrer Toten geschehen. Wir vergiften alle Mitglieder des Testaments, die wir sehen, und werfen die Leichen in die Zisterne. Na, ob ich mich dabei so wohlfühlen soll, damit zu machen, aber anscheinend muss ich ja. Aber wir haben ja immer noch den anderen Quest ausgewählt, deswegen kümmere ich mich mal erstmal um den. Und ich sehe ich richtig, dass ich hier schon wieder dasselbe blöde Problem habe, dass ich runter muss. Dann springe ich hier mal wieder. Bin aber trotzdem, glaube ich, wieder jetzt falsch. Oder nicht? Nein, ich bin richtig sogar. Okay, wollen wir hier mal hin. Was haben wir hier liegen? Ah, das ist ja Feinklingen des Morgens. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Was haben wir denn hier mit den Dolchen? Vielleicht kann ich die auch aussortieren schon. 74 Schaden, 55 Schaden, 15 Körperschaden, 27 Körperschaden. Dann sind die rüttelnden Dolche, die wir zwar gerade erst eingesammelt haben, schlechter. Haben auch einen Blitzschaden. Das heißt, ich werde jetzt ja darauf achten, dass wir Waffen finden mit Feuer. Ich erinnere mich, dass wir noch den Blumenquest machen müssen und eine Feuerwaffe dafür brauchen. Also, keine Feuerwaffe dabei, kann ich also ins Inventar, in den Plunderkram packen, löschen und damit auch die neuen Feinklingen einsammeln, die ich mir natürlich direkt auch nochmal angucke. Jetzt, was haben wir denn hier? 41 Schaden, 26 Körperschaden zu 57 Schaden und 36. Nein, ich bleibe bei den anderen.
Die müssen auch dran glauben. So. Ist aber immer gar nicht schlecht. Dann hat man mehr Platz. Wieder. Und du läufst jetzt mal da vorbei. Und ich soll wohin? Ich soll runter? Oh, ich blicke hier kartenmäßig echt manchmal nicht durch, ne? Das merkt ihr. Muss ich hier vielleicht da hinten rüber? Nee, dann laufe ich doch in die voll falsche Richtung. Wenn ich da hinten hinlaufe, das ist doch... Nee, das ist völlig verkehrt. Ich glaube, ich muss wieder runter. Und zwar wieder zu diesen, wo ich gerade eben schon war. Zu den Galett-Tunneln hier, zu dieser Gruft. Dann bin ich nämlich automatisch unten. Es geht jetzt schneller, als wenn ich hier den Weg wieder runter suche. Ich weiß schon wieder nicht, wie ich da hingekommen bin. Ne? Bin ich da nicht richtig? Guck mal. Hier ist auch noch eine Schatztruhe. Inventar natürlich voll. Oh Mann, oh, und ich will die Dietriche doch haben. Immer lasse ich die Dietriche liegen, dann kriege ich am Ende wieder die Truhen nicht auf. Ich muss immer noch weiter runter. Ja, ich muss hier, glaube ich, einfach... Das ist, funktioniert so nicht, wie ich mir das immer denke gerade. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Weg schon mal gelaufen bin. Glaub nur, dass ich da jetzt nicht so hinkomme. Naja, vielleicht täusche ich mich auch und ich check's nur nicht. Diese ganzen Wege hier. So. Oh nö. Wo ist es denn? Ach, da ist ja noch einer. Jetzt aber. Alle tot. Und, oh mein Gott, es sind schon wieder gleich 25 Minuten vergangen. Die Zeit vergeht so schnell. Galett-Tunnel entdeckt. Sehr schön. Das, ja, jetzt sind wir nämlich auch da, wo ich hin wollte. Alles klar. Ja, wenn man da noch nicht war, wenn man die Wege noch nicht gegangen ist, ist es manchmal gar nicht so einfach. Wir sind da. Aber etwas stimmt nicht. Kümmern wir uns erst einmal um die Kobolde. Okay, wo ist der Schatz? Er ist in diesen Tunneln, aber irgendetwas ist hier geschehen. Anscheinend müssen wir uns als erstes um diese Kobolde kümmern. Mhm. Ach, der kann meine Sachen sogar reparieren? Das wusste ich gar nicht. Alles reparieren, das ist ja toll. Brauche ich nicht mehr zum Schmied hingehen, hat er ja schon gemacht. So, dann folgen wir ihm mal kurz. Eigentlich müsste ich schon einen Cut machen jetzt, aber ein bisschen den Anfang. Und dann werde ich leider aufhören müssen. Lauf nicht zu weit vor, mein Freund, denn ich werde jetzt hier einen Cut machen müssen. Vorher gucke ich nochmal. Oh, ich mache es gleich offline, Leute. Echt, es ist immer zum Verrücktwerden hier. Wir können auch noch den Hebel hier aufmachen. Das mache ich aber, glaube ich, eher auf dem Rückweg, wenn ich wieder zurücklaufe, weil er ist jetzt irgendwie... Er hört gar nicht auf zu laufen, ne? Er läuft da echt bis zum... Geht nicht mehr. Wenn der jetzt stirbt, was mache ich dann? Okay, wir sehen uns gleich in der nächsten Aufnahme. Bis dann!